Hallo, meine wunderschöne Seele. So, heute sprechen wir mal über das Thema Immunsystem. Und zwar ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in der heutigen Zeit, vor allem, nicht wahr, mit Corona und natürlich auch anderen Krankheiten, uns besser um uns selbst, also um unser Immunsystem kümmern. Und das wäre schön, wenn der deutsche Staat auch hierzu Informationen vergibt, ja, wie man sich besser um sich selbst kümmert, wie man ein stabileres und stärkeres Immunsystem erschafft und auch aufrechterhält, ja. Und eigentlich ist das nämlich primär, ja, dass wir lernen, mit uns besser umzugehen, denn darum geht es bei allem, ja. Wenn unser Immunsystem stark ist, dann kann uns auch Corona nichts machen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt verstehen, dass diese Maske, die wir tragen, ja, oder die Restriktionen, ja, nach 9 Uhr abends macht Corona ganz heftig Party, deswegen, die helfen uns nicht ganz so sehr, ja, oder dabei ein Immunsystem, welches gut funktioniert, ja, und intakt ist, zu erhalten oder zu fördern, die helfen uns dabei nicht. Ganz simpel gesagt, es ist einfach ehrlich und wahr, da gibt es nichts zu diskutieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir lernen, wie wir mit der Situation besser umgehen. Und anstatt, dass wir gleich zur Spritze greifen und zur Impfung und zum externen Mittel, dass wir nach innen blicken. Und das Mittel, welches wir immer dabei haben und immer gegeben wird und immer gegeben wurde und immer gegeben sein wird, dass wir da lernen, darauf zuzugreifen. Denn alles, was uns Gott gegeben hat, alles, was in der Natur zu finden ist, dient unserer Heilung. Und du bist auch ein Teil der Natur, vergiss das nicht. Ja? Au, da ist auch noch ein Teil der Natur. Und ja, sogar Katzen, sogar Tiere haben heilerische Effekte, positive Effekte. Und das ist ganz, ganz wahr. Denn Gott macht nichts und schafft nichts ohne Grund und ohne Sinn. Und es ist ganz wichtig, wie gesagt, dass wir jetzt beginnen, bewusster mit uns selbst umzugehen, mit der Welt, ja, mit den Situationen. Und dass wir lernen, ja, wirklich etwas zu ändern an unserem Lebensstil und an der Art und Weise, wie wir mit uns selbst umgehen und auch mit anderen Menschen, denn das affektiert unser Immunsystem. Du magst vielleicht gerade sagen, nein, das ist doch nicht wichtig. Aber doch, ist es schon. Und das wird immer wichtiger. Denn genau, das geschieht auf der Erde. All das hat seinen Sinn, seine Richtigkeit und seine Wichtigkeit. Und es ist ganz wichtig, dass auch du aufwachst. Also erlaube es dir, der Wahrheit ins Auge zu blicken und erlaube es dir, wirklich mal anders an die Sachen heranzugehen und dir selbst die Fragen zu stellen, die wichtig sind für dich im Moment. Und es ist ganz wichtig für dich im Moment, zu wissen, was du aktiv für deine Gesundheit tun kannst. Ja, und es ist ganz simpel. Und ich sage es oft, es geht auch um die Atmung. Und das ist etwas, was wir immer tun. Gott sei Dank. Und wenn wir es nicht mehr tun, brauchen wir uns nicht mehr um unsere Gesundheit kümmern. Aber damit wir es weiter tun können, ist es ganz wichtig, dass wir auch lernen, bewusst zu atmen. Ja? Denn wir wollen das vermeiden. Ja? Wir wollen nicht anfällig für Krankheiten sein. Und deswegen müssen wir uns um die Basis kümmern. Ja, sogar dieser Sound, ja, sogar dieses wunderschöne Geräusch meines Katers hat heilerische Effekte. Man muss es nur wissen und wie gesagt, du bist ein Heiler, auch wenn du es jetzt nicht weißt, auch wenn du es jetzt vielleicht noch nicht verstehst oder du dir denkst, ja, die hat nicht alle Latten am Zaun, die ist doch irre. Kann ich dir sagen? Ja, sie ist vielleicht irre, aber es ist absolut wahr. Du bist ein Heiler. Und
Ist ja nicht süß. Ich liebe Genau. Und das gilt für dich jetzt wirklich, auf deine heilerischen Fähigkeiten zuzugreifen. Lerne dich zu verstehen. Lerne dich zu lesen. Du bist das wertvollste Buch, was du jemals in den Händen halten wirst. Vergiss das nicht. Und es gibt so viel in dir zu erforschen. Also kümmere dich darum. Ja. Das ist Macht. Die Macht liegt in dir. Und das ist nicht nur so dahergesagt. Das ist die Wahrheit. Und auch die Wahrheit findest du nur in dir. Niemand Externes wird dir jemals in der Lage sein werden, ja, dir dieses Wissen mitzuteilen, dir etwas Wertvolleres mitzugeben, als das, was du in dir trägst. Und damit du überhaupt dieses Wertvolle im Außen erhalten kannst, ist es wichtig, dass du dir über den Wert und das Wertvolle in dir klar wirst. Also, noch einmal, kein einziger Weg führt an dir selbst vorbei. Es führt immer mittendurch. Nehme welche Religion du auch immer möchtest, nehme absolut jegliche Situation, Herausforderung oder Problem, mit welchem du gerade zu schaffen hast oder zu kämpfen hast, und dir wird auffallen, dass du immer die Hauptrolle darin spielst. Warum? Weil es dein Leben ist. Ja, und so bist du auch nicht ausgeliefert. Nicht ausgeliefert gegenüber Corona oder anderen Situationen oder absolut nichts anderem. Du bist kein Opfer. Also da darfst du gleich mal rausgehen, denn das ist Numero Uno, welches uns dabei hilft, unser Immunsystem zu stärken. Übernimm Verantwortung für dein Leben. Lauf nicht weg. Und ganz wichtig, wie gesagt, bewusst atmen. Ja, es ist sehr, sehr wichtig. Darüber steuern wir so, so vieles. Und ich meine, es ist ja auch ganz logisch. Du nährst durch jeden Atemzug. Ja? Was geschieht beim Atmen? Du nährst deinen Körper mit frischer Luft, mit frischer Energie, mit Nährstoffen. Ja? Gehen wir mal davon aus, dass die Luft gereinigt ist und wirklich göttliche Luft ist, natürliche Luft ist und nicht eine Luft ist, die mit Pestiziden beispielsweise verseucht wird. Ja. Gehen wir mal einfach davon aus, dass die Luft in der Natur uns heilt, denn das tut sie. Und es ist ganz wichtig, dass du beginnst, auch so bewusst zu atmen. Denn das ist Heilung. Ja. In diesen Momenten geschieht Heilung und du darfst dir jedes Mal, ja, wenn du beispielsweise in die Natur gehst oder dir 10 Minuten am Tag nimmst, und du stirbst nicht, wenn du dir 10 Minuten am Tag nimmst für dich. Du darfst dich fragen, entweder investierst du jetzt in dich oder du investierst dann in Medikamente beispielsweise, wenn du dann schon irgendwelche Erkrankungen hast. Also sei weise und wähle weise, denn du wählst für dich und dein Leben. Vergiss das nicht. Und es sollte deine Entscheidung sein, selbstbestimmt sollte sie sein, nicht fremdbestimmt, denn das bringt dir nichts. Doch, das bringt dir eines. Und zwar, das ist ein Schritt weiter ins Grab. Und da möchtest du nicht hin. Denn noch ist es noch nicht Zeit für dich zu gehen. Also kümmere dich besser um dich. Jetzt, nicht wann anders. Du hast die Zeit, nimm sie dir. Ja? Diese Umstände dürfen uns und haben uns gelehrt und dürfen uns auch weiterhin lehren, dass wir immer Priorität Nummer Uno sind. Nichts anderes ist wichtiger als du selbst. Und das mag sich für andere egoistisch anhören, aber ist es nicht. Und das ist auch wieder ein Grund oder ein Hauptpunkt, der dein Immunsystem stärkt. Ja? Denn nur wenn du ein starkes Immunsystem hast, kannst du anderen Menschen helfen. Wenn nicht, dann wirst du weggesperrt und in Quarantäne gesteckt, beispielsweise, weil du Corona hast. Beispielsweise. Oder eine andere Erkrankung. Oder du gerade mit sehr vielen Sachen oder Depressionen umgehen musst. Also du bist immer Numero Uno. Und das ist wichtig, auch wenn du Kinder hast. Denn sonst kannst du deinen Kindern nichts anderes beibringen. Und das wäre schade. Denn sie brauchen diese Lehren. Und wenn du sie nicht lehrst, kannst du dir. Also, ich darf jetzt mal ganz ehrlich sein. Ich habe es bisher nicht gelernt im Schulsystem. Ich habe es auch nirgends entdeckt bisher.
Ja, es ist Zeit, dass wir das ändern. Es ist absolut Zeit, dass wir das ändern und vor allem jetzt. Aber dafür brauchen wir dich auch, denn wir müssen alle zusammenhalten und alle an einem Strang ziehen. Und dafür brauchen wir dich intakt, gesund. Und klar, selbstbestimmt. Also kümmere dich darum, dass du beginnst, bewusst zu atmen. Ja? Kümmere dich darum, dass du beginnst und das kannst du. Dafür hast du Zeit, denn du atmest sowieso. Also lass mal die Ausreden weg und übernimm Verantwortung, wie wir gesagt haben. Hör auf, immer wieder wegzusehen und zu sagen, ja, morgen vielleicht oder übermorgen, aber jetzt habe ich keine Lust und jetzt habe ich keine Zeit oder jetzt habe ich Wichtigeres zu tun. Nichts ist wichtiger als deine Gesundheit. Und wenn ich sage deine Gesundheit, meine ich damit auch Gottes Gesundheit. Denn weißt du warum? Du lieber Mensch, du liebe wunderschöne Seele, du bist eine Kreation Gottes. Dein Körper gehört Gott. Also, ob du jetzt an Gott glaubst oder nicht oder an irgendeine andere Macht glaubst, dieser Körper, in dem du gerade steckst, beziehungsweise dieser Körper, der in deiner Seele steckt, den brauchst du auf allen Ebenen, hier zu erden, damit du überhaupt agieren kannst oder irgendetwas machen kannst. Und da können wir jetzt noch Millionen Mal darüber reden, aber ehrlich gesagt ist mir noch nicht ein Mensch unter die Nase gekommen, unter die Augen gekommen, der es sich erlauben könnte, nicht auf sich aufzupassen. Ja? Denn das ist ganz, ganz wichtig. Natürlich hat Glaube und Vertrauen absolut sehr, 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 sehr viel damit zu tun. Aber die meisten, die meinen, ha, ich muss mich nicht um meine Gesundheit kümmern, ich bin super, super gesund, ich muss gar nichts machen, weil, nein, die glauben überhaupt gar nicht so tief, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also habe ich jetzt schon sehr oft entdeckt und da verarschen sie sich halt selbst. Ja? Also fangen wir erstmal, wie gesagt, damit an, bewusst zu atmen, bewusster zu werden, Verantwortung zu übernehmen, aus der Opferrolle herauszukommen. Ja? Und fangen wir auch damit an, natürlich Vertrauen zu haben und Glaube, tiefen Glauben. Und mit der Wahrheit bitte. Fang mit der Wahrheit zu dir selbst an. Das ist sehr wichtig. Und du meinst vielleicht, wie gesagt, dass das hier nichts zur Sache tut, aber das tut das. Auch wenn du es nicht siehst oder verstehst. Deswegen gibt es mich, damit ich es dir erkläre. Und nicht nur mich, sondern ganz viele von uns. Also, lass dir auch helfen, ja? Weil du kennst dich damit nicht aus, sonst wärst du momentan nicht in dieser Lage, in der du gerade bist. Und das ist in Ordnung, das ist keine Kritik. Jeder hat so seine Spezialgebiete und das hier ist nicht deins. Aber es sollte deines werden. Und deswegen ist es wichtig, dass du dir Hilfe holst. Und beginne mit verschiedenen Techniken. Meditation ist absolut wichtig, vor allem in diesen Zeiten. Du siehst, welches Chaos im Außen herrscht. Möchtest du, dass dieses Chaos weiter in deinem Inneren auch herrscht? Denn das tut es, sonst wärst du gesund. Denn das tut es, sonst hättest du ein stabiles Immunsystem und wärst nicht anfällig für Krankheiten. Nein, wir sind keine Opfer von Corona oder anderem Bullshit da draußen. Okay? Jeglicher Bullshit ist von dir kreiert. Und jeglicher Bullshit hat nur einen Affekt auf dich oder einen Effekt auf dich, wenn du es erlaubst und gestattest. Und indem du dich nicht um dich kümmerst, gestattest du es. Indem du nicht beginnst, selbstständig zu denken und selbstständig zu fühlen und selbstständig dich zu ergründen und zu leben, sondern in Abhängigkeit von anderen oder anderem lebst, welches natürlich kein Leben ist, kein wahrhaftiges Leben, aber für dein Verständnis nennen wir es jetzt so. Bist du schon ein Kandidat, der gefährdet ist für Corona oder für andere Krankheiten? Nicht, mich amüsiert das nicht. Ich möchte dir einfach nur lediglich sagen, welche Tragweite all deine Entscheidungen auf dich und dein Leben haben und auch auf planetarischer Ebene. Also wundere dich nicht, ich höre irgendwelche Geräusche. Mein Kater spielt mit meiner Yogamatte. Es ist ganz wichtig, dass wir uns jetzt wieder wirklich besinnen auf die wichtigen Dinge. Und
Corona kann noch so lange da bleiben. Ich meine, du bist dafür zuständig, dass es nicht mehr so lange da ist. Du bist dafür zuständig, dass du nicht erkrankst. Denn niemand anders wird sich um dich kümmern. Sieh dich doch mal um. Du bekommst eine Maske aufgesetzt, die du dir auch noch selbstständig kaufst, ja, aus deinem Geldbeutel bezahlst, weil nicht mal die gestellt wird. Und nach Corona kommt vielleicht etwas anderes, was die Menschheit ausrotten könnte. Also bereite dich darauf vor. Denn du spielst die Hauptrolle in deinem Leben. Und das sollte auch so weiterhin sein, ja. Und falls es bisher nicht der Fall war, dass du die Hauptrolle in deinem Leben gespielt hast, solltest du es jetzt umdrehen und genau das tun, denn das brauchst du. Das ist die Basis. Du bist die Basis. Und wie gesagt, es ist wunderschön, dass es Ärzte gibt. Und ich bin sehr dankbar, dass es Menschen gibt, die einem helfen, und versuchen, Symptome und Krankheiten zu erforschen und natürlich auch zu heilen. Das ist aber eine andere Art der Heilung. Und diese Heilung ist etwas, der dürfen wir uns ab und an mal natürlich bedienen. Aber Medikamente beispielsweise, die pharmazeutische Art sind, die chemische Art sind, sagen wir es so. Die brauchst du nicht. Du brauchst kein einziges davon. Aua, du brauchst kein einziges davon. Du weißt ganz genau, dass du was verbrochen hast. Du bist mir in den Rücken gesprungen. Jetzt ist er weggelaufen, siehst du? So sollten wir nicht handeln. Das ist nicht verantwortungsbewusst. Mein Kater ist gerade nicht verantwortungsbewusst. Sei nicht auch so. Ja, da kommt er wieder. Siehst du? Nein, das ist sehr wichtig. Und das meine ich absolut ernst. Es ist so wichtig, dass du dich mit dir selbst und mit deinem Leben beschäftigst. Ja? Und es ist ganz wichtig, dass du dir diese Fragen stellst und dass du beginnst, die Sachen anders zu sehen. Du musst sie nicht so sehen wie ich. Darum geht es mir nicht. Ich möchte, dass du sie so siehst wie du. Ja? Aber dafür musst du erstmal dich erforschen und erkunden, damit du weißt, wie du Sachen siehst, wie du zu Sachen stehst, wie du zu dir stehst, wie du zu deinem Körper stehst. Selbstliebe, 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 Selbstliebe auf allen Ebenen. Nähre dich mit Selbstliebe. Und darunter kann man so viel verstehen, weil das absolut alles ist. Ja, alles, mit was du dich näherst, Körper, Geist und Seele. Selbstliebe. Ja. Und wie gesagt, lass den Scheiß Zucker weg. Zucker macht dich krank. Und frag dich mal selbst, warum Zucker in allem enthalten ist. Warum möchte der Staat, warum möchte die Politik, warum möchten diejenigen, die oben sitzen, ja, die größte und schlechteste Droge an die Masse verbreiten. Aber alles andere ist illegal und ja, alles Pflanzliche ist nicht legal, aber das ist dann legal, nicht wahr? Raffinierter Zucker, der unsere Zellen modifiziert und uns tötet. Ja, die Gesundheit deiner Zellen wird dadurch angegriffen. Das ist auch ein Punkt, den du absolut unterlassen solltest, wenn du ja, wenn du eine Änderung haben möchtest in deinem Leben. Mein Akku ist leer. Das ist schon mal der erste Impuls. Es kommen noch weitere. Ich liebe dich und bis dann.